So, willkommen, Freunde. Wir zocken Pumpkin Jack weiter. Ich muss mal gucken. Man musste da so ein paar Pilze aktivieren. Rote, gelbe, blaue. Ein bisschen nach oben wandern, runter wandern. Sich die Striche da aufmerken, merken, welche Verbindungen da sind. Und ich habe mir diesmal Stift und Zettel genommen, um das Ganze mal nachvollziehen zu können. So, neuer Speichersprung. Da bin ich mal gespannt. So, nochmal gucken hier. Kannst du es einstellen hier? Man kennt ihn. So. Ich vermute mal, dass wir gleich zu dem ersten Rätsel kommen hier wieder. Mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Okay, gucken wir es uns nochmal an. Okay, nochmal 1, 2, 1, 2. Okay, ich versuche, jetzt habe ich so ungefähr. Also, 1. Den hat er angetroffen, dann hat er den angetroffen. Dann den nochmal. Und den nochmal. Dann hat er den getroffen. Den. Den und dann den. Oder sowas falsch schon? 1, 2, 1, 2, 1. War doch richtig. Okay, versuchen wir es nochmal. Also. Den hat er berührt. Dann hat er den berührt. Hat er den berührt? Dann hat er den berührt. Dann nochmal den hier. Dann ging es hier rüber. Dann ging es hier rüber. Dann den hier und dann den hier. Jawohl, jetzt haben wir es. Was für eine komplizierte Schleife. Oh, meine Lieblingspilze. So, der ist perfekt gut gemacht, Jack. Und springt. Oh, er ist schon wieder der Kutscher, der so ein bisschen Demenz hat. Aha, ein weiterer prächtiger Pilz ausgezeichnet, Jack. So haben wir jetzt alle von deiner kleinen Einkaufsliste abgehakt. Ja, allerdings, das Pferd gehört dir. Reite bis zur Unendlichkeit und auch viel weiter. Bei deinem Wegbeschreibung kommt ihr sicher nicht so häufig zu Besuch. Oh, nicht schon wieder mit dem Pferd. Oh, das ist doch mein Kampf. Geht's noch? Ich werde halt nur Sorgen, wenn ich dann schießen muss und springen. Ja, das Gute ist, man kann auch. Hier. Ja, aber ich bin die Strecke auch das erste Mal geritten. Jetzt kann ich erstmal die grüne Pfütze trinken. Das brauche ich aber auch. Jawohl. Ja.
Zock. Kisten kann man auch zerstören, das ist auch interessant. Die Kisten zerstört, okay, die dienen ja mehr dazu, dass man halt klettern kann. Da kriegt man auch Energie. Ich muss jetzt aber mal gucken, was ich hier machen muss. So, ich dachte, das wirkt so transparent. Okay, das muss man mir verzeihen. Aber wie man gesehen hat, bin ich schon 56 Mal gestorben. Oh, weiter geht's. Sind die jetzt platt, ja? Die halt von beiden erledigen, ja, ne? Ah, sehr gut. Daneben, würde ich sagen. Ah, der hat mich getroffen. Okay, dafür hat er auch meine Energie wieder aufgeladen. Schon wieder ein bisschen Energie gebrauchen. Jetzt können wir mal gucken, wo überhaupt der Weg lang geht. Ah, da sind wieder meine Freunde, die Pilze. Okay, wenn man einmal richtig drauf landet, geht das sogar. Das können wir abgrasen und die Energie sammeln. Das geht auch. Ein Zaun geht, glaube ich, auch. Aber so lädt man seine Energie auf. So, was ist hier geschehen? Ja, gute Frage, Eule. Kann ich dir auch nicht beantworten. Ah, das können wir alle farmen, sehr gut. Also das ist jetzt hier wieder sehr moderat gewesen, aber es gibt echt Stellen in dem Game. Echt heftig. Das Piratenschiff hier. Ah, prima, Jack. Ist das denn der Tod schon wieder? Oder? Wieder will er mit mir reden? Ja. Ah, du musst es sein, Jack. So, und woher willst du das jetzt wissen? Überschätze ihn nicht, Fährmann. Nachrichten verbreiten sich hier schnell. Ich wurde schon im Voraus bezahlt, um dich zur Hexe zu fahren. Trinkgeld nehme ich aber auch trotzdem. Erst das fliegende Pferd und jetzt auch noch ein geldgeiler Fährmann. Das kommt als nächstes. Beschwer dich ruhig so viel du willst, aber ich bin der Einzige, der dich zu deinem Ziel bringt. Wie du meinst, ich hätte nichts einzuwenden gegen eine nette, ruhige Botschaft. Hört sich doch gut an. Fährt das ruhig. Okay, dann steigen wir mal ein. Konzentration, ne? Obwohl, alles klar, ne, das geht ja. Ich muss ganz von vorne anfangen. Ich jetzt auch, ne?
Weißt du? Funktioniert. Alter, so ein Fährmann, ey, ist echt übel. Muss ja. Hätte er keinen normal nehmen können. Hat ganz schön mit uns gespielt. Hatten uns mal schon darauf vor, dass wir jetzt hier rechts rüber müssen. So, da sind wir. Und mir ist sehr wohl aufgefallen, dass du keinen Trinkel. Bla bla bla. Ja, mach dich weg. Eule. Aber die Eule ist immer so ein bisschen nervig. Hm. Was ist jetzt schon wieder, alter Kauz? Es ist wieder Wald. Ich kann es schwer beschreiben, aber es ist sonderbar. Ich spüre die Anwesenheit von Hexenmagie. Sie kann nicht mehr weit sein. Pass auf, wo du hintrittst, Jack. Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Wald gefährlich ist, wenn man sich nicht auskennt. Ein falscher Schritt könnte dein Ende bedeuten, wenn du nicht Acht gibst. Das alles weißt du. Hast dann aber keine Ahnung, wie sich dieser hier, wie ich hier durchkomme. Das nennt sich Nebenquest. Reite jetzt nicht darauf rum, sondern geh weiter. Ich wünsche, ich könnte dir helfen, doch diesmal bist du auf dich allein gestellt. Die Eule, die hilft mir nie. Ich bin immer auf mich selber gestellt hier. So. Was passiert, wenn Krähen deine Spuren aus Brotkrumm auffressen? Ja, weiß ich nicht. Da werde ich mich wahrscheinlich verlaufen. Eine Karte. Okay, wiederbeleben, alles klar. Also. So. Krähen werden selbst zu Brotkrumen. So, das heißt, hier lang. Dann hier lang. Ersten ausweichen. So. Dann hier lang. Dann müsste ich ja theoretisch hier lang. Jetzt die Frage, entweder geradeaus oder links. Noch mal geradeaus. Das ist falsch. Ich hoffe, dass wir mal ein bisschen weiter... Da, wo die Krähen sind, ist mal eine Falle. Kann das sein? Das gehe ich jetzt da rechts. Da sind Krähen. Vielleicht ist das der Trick. Ja, ist hier lang. Jetzt sind Krähen. Da links sind Krähen. Da kann ich also nicht lang. Jetzt kann ich hier lang. Aber ich muss dann rechts lang. Ich glaube, daran kann man sich orientieren. Da sind wieder Krähen. Da kann ich nicht lang. Da sind auch Krähen, da kann ich nicht lang. Also ich kann nur hier lang. Also überall, wo ich Krähen sehe, kann ich nicht lang. Das richtig verstehe. Habe ich es verstanden, okay. Okay. Boah, das war mal ein Krampf. Lang müssen. Kommt jetzt hier nochmal ein Fährmann oder? Ne, das ist nochmal ein Boot. Vielleicht müssen wir selber fahren. Nee, das ist nicht der Fall.
Sackgasse hier sein, oder? Hier geht's auch nicht lang. Guck mal, da ist ein Feld. Fels rumklettern. Rätsel über Rätsel. Also hier ist nichts. Wenn ich ins Wasser gehe, dann bin ich tot. Also muss wieder zurück. Und in der Hoffnung, ich muss jetzt gucken, wo keine Krähen sind. Weiterhin. Weißt du, hier haben wir sogar noch Sackgassen eingebaut. Das ist ja nett. Da sind Krähen, wirklich ich da hin, bin ich tot. So. Das sind auch Krähen, das sind auch Krähen, da kann ich auch nicht hin. Ich bin gespannt, wenn ich hier lang gehe, da sind auch Krähen. So, da kann ich nicht lang, da kann ich nur hier lang. Die sind aber auch Krähen, da kann ich auch nicht lang. Hier schräg rüber wenigstens. Ist da eine Krähe. Mal ein bisschen umlaufen, die Krähen. Geile Perspektive, ich sehe nichts. So. Sind da ja auch... auch Krähen? Ich sehe das gar nicht. Doch, das sind auch Krähen. Sind aber keine. Ja, da geradeaus sind aber welche. So, da sind auch Krähen. Kann ich auch nicht lang. Das wir können nur hier lang. Hoffnung, dass hier keine sind. Hm, das kniffliger als ich dachte, sagte er. Hier können wir lang. Hier sind wieder Krähen, da ist eine Falle. Das sind auch Krähen, da können wir auch nicht lang. Das sind auch Krähen. Ah, alles klar, wir sind da. Oh, der Kutscher wieder. Der will entweder wieder irgendwelche Pilze haben oder möchte, dass ich mit seinem Pferdchen reite. Weil da kann ich nicht lang, da sind Krähen. Sehr gut, ja, der Meister, der ist drauf hier. Dann ein Schakus. Da können wir auch nicht lang. Ach du heilige Neune, da können wir auch nicht lang, aber hier können wir lang. Okay. Hier. Das sind aber die Krähen. Da kommen wir gar nicht hin. Schon mal richtig. Frage, so, da sind Krähen, das heißt, da können wir nicht lang. Da sind auch rechts Krähen, da können wir auch nicht lang. Ah, das ist die Kutsche, das heißt, ich muss mit der Kutsche wahrscheinlich reiten, ne? Oho, Jack, der große Jack ist zurück. Ich bin ja ein großer Fan, oh, schaut mich an, ich hab's mit einem echten Star zu tun. Geht endlich Zeit, sich mein hart erarbeiteter Ruhm aus. Mir wurde gesagt, du könntest womöglich ein paar Informationen über jemanden haben, den ich suche. Du
meinst den Zauberer, den Retter der Menschheit. Gewiss doch, das Gerücht hat sich schon bis zu mir herumgesprochen, bestimmt. Das hätte ich mir denken können, also was weißt du? Vielleicht möchtest du ja seinen Namen erfahren. Seinen Namen? Ja, sag ihn mir. Oh ja, Jack, für eine Legende wie dich mache ich doch alles. Jetzt hör mir gut zu, der Name des Zauberers lautet Plopp. Plopp? Plopp? Plopp, was ist Plopp denn bitte für ein Name? Nein, du betonst ihn nicht richtig. Man betont es eher so. Plopp. Oh Gott. So verrückt hier in dem Game. Alter, der hat den Kürbis geklaut. Eigentlich möchte ich dich nicht austricksen, Jack, aber ich bitte mich nur deiner Mittel. Du schlägst mich mit meinen eigenen Waffen, touché. Aber denk dran, dass ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe, Jack. Überlass mir das Reden. Mein Süßer, du klingst gerade echt verzweifelt. Setz mich sofort wieder ab. Ich fürchte, geht nicht, Jack. Ich brauche hier etwas Magisches zusammen. Du bist die letzte Zutat, die mir noch gefehlt hat. Wir sollten gehen, Liebes, sonst haben wir ja keine Zeit mehr für uns. Stimmt, weg hier. Das ist eine Katastrophe. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Wir werden uns Jack zurückholen, bevor sie dann seinen Kürbisköpfe aushöhlen. Oder noch Schlimmeres. Wahrscheinlich machen sie Suppe draus. Aber wie? Du weißt doch, Jack in seinen Körper schlüpfen und ihn wieder verlassen kann, oder? Ah, ja. Ja, dann schlüpf mal rein. Ich krieg's Work. Das wird mir gleich ganz anders. Am Sonntag, wo man eigentlich Ruhe haben will. Das sind schon anstrengende Games. Ah, komm. Bin ich ja mal gespannt. Der Speicher wieder überläuft und das Ganze wieder ruckelt. Funktioniert so, alles klar. Okay, das war natürlich. Jetzt kenne ich die Schnecke auch nicht mehr. Jo, wir haben's. Und nur, weil wir die Performance aus das Ray Tracing ausgeschaltet haben. Aha, da kommen ja endlich unsere Gäste. Wer hätte gedacht, dass eine kleine Entführung des wahren Wunder wird? Gebt sofort den Kürbis zurück, egal was für einen scheußlichen Zaubertrank ihr da zusammenhaut. Wir werden euch aufhalten. Zaubertrank, was für ein Zaubertrank? Naja, der Zauber hat halt, ihr wisst schon, die Pilze der Kessel und besessenen Kürbis. Oh, du und deinen Spatzen hören, das hier wird kein Zauber, sondern unser Abendessen. Euer Abendessen? Klar doch, wir sind Veganer. Das hier ist ein Pilzeintopf mit Maggi. Aber warum wollt ihr mich dann essen? Kürbis haben auch Gefühle. Da hast du wohl recht, aber Kürbis sind nun mal echte Vitaminbomben und gut für die Haut. Ganz besonders die Besessenen. Ihr Veganer allein unter akuten Seelenmangel, wie du es dir vorstellen kannst, da können wir auch deine Gefühle keine Rücksicht geben. Boah, klar, das ist doch die Veganer hier. Arg, ihr habt doch beide einen Riss in der Kessel. Ich mag vielleicht ein Feigling sein, aber ich werde Jack zurückholen. Willst du nicht noch zum Abendessen bleiben? Aha, denn du wirst einen netten Hauptgang abgeben. Ich möchte keinen Kratzer an meinem neuen Körper. Vogel, sei vorsichtig. Hat auf jeden Fall Suchtpotenzial, man kann nicht aufhören. Ja.
sehen aber gar nicht so geil gezeichnet. Falsche zuschlägt. Ein Auge. Das müsste jetzt eigentlich auch packen können. Ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir noch zwei Augen. Unseren Kopf wieder. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass wir das mal schaffen. Hey, dort drüben, schätze, die Hexe hat sich einen neuen Zauberstab besorgt. Boah, heftig, heftig. Der Zauberstab sieht aus wie eine Karte. Das nehmen wir, Zauberstab. Ja, Feuerspritze.
What a misstep. In their hubris to hunt down the Zauberer, Jack and his avian accomplices followed the only trail available that they could find in the woods. At the behest of a fawning merchant, Jack was sent on a wild goose chase in the hopes of meeting a powerful witch. Traversing the merciless landscape on horseback, and with the help of an ignoble ferryman, Jack's efforts soon paid off, and he met with the witch, only to have his own head stolen for their supper. With the assistance of the cowardly crow, Jack was reunited with his body. And now, with the wizard's trail run cold, Jack and his companions have only instinct and gumption to guide them. They hurry to follow the sounds of cannons and gunfire to find a city at war. So, Freunde, ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hat viel Spaß gemacht, war sehr anstrengend. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Und dann sage ich mal, bis dahin.